Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Who Starts. Ihr kennt das Spiel inzwischen. Das ist das Format, in dem wir euch die beste Aufstellung eines europäischen Topclubs vorstellen oder bald auch eines Bundesligisten. Und heute soll es um ein Team geben, das schon jetzt den besten und spektakulärsten Transfer dieses Sommers gemacht hat. Wobei, den besten, das muss ich erst noch zeigen. Es geht natürlich um Juventus Turin und Cristiano Ronaldo. Juve spielt bei uns und höchstwahrscheinlich auch in echt in einem 4-3-3. Und im Tor geht schon mal los mit einem Mann, dessen Namen niemand aussprechen kann. Wojciech Szczęsny, Szczęsny. Ich habe inzwischen so viele Aussprachen gehört, dass ich selber überhaupt keine Ahnung mehr habe, wer denn eigentlich die richtige ist oder welche die richtige ist. Klar ist allerdings, du musst auch erstmal schaffen, dass du als neuer Torwart die größte Sensation bist, obwohl deine Mannschaft gerade Cristiano Ronaldo den Vertrag genommen hat. Denn, ja, eigentlich war der ja seit 1980 Gianluigi Buffon die Nummer 1. Der ist weg bei Paris Saint-Germain und deshalb jetzt Szczęsny oder so ähnlich. Szczęsny, Szczęsny, was auch immer, ist also am Anfang der Saison erstmal gesetzt, allerdings nicht zementiert, denn man hat erst diesen Sommer Mattia Perin von Genua geholt. Und der ist sicherlich nicht nach Turin gekommen, um sich einfach nur in der Sonne auf die Bank zu setzen. Vor allem, weil Turin eine der am wenigsten sonnigen Städte Italiens ist. Ja, es ist so. Die hatten Winterspiele, Flo. Winterspiele bei Turin. Will keine Sonne. Auf der rechten Seite in der Weltklasse-Viererkette ein Portugiese, Joao Cancelo. Der Junge hat letzte Saison noch ausgeliehen von Valencia beim Inter Mailand gespielt, nicht bei AC Mailand, bei Inter Mailand und kennt deshalb die Serie A also schon ganz gut. Das schadet nichts, denn der Junge hat immerhin 40 Millionen Euro Ablöse gekostet. Seine Kernkompetenz liegt ganz klar in der Offensive, doch man hat gerade in der letzten Saison gemerkt, ey, der wird auch defensiv immer besser. Und wenn man sich fragt, wie gesetzt der Junge ist, da muss man sich einfach nur ins Gedächtnis rufen, dass Matteo Desciglio die einzige Alternative ist. Also sehr gesetzt. Weiter geht's in der Innenverteidigung der Viererkette und da spielt der nächste Neuzugang. Wobei der sich nicht so richtig wie ein Neuzugang anfühlt. Vielleicht auch, weil er schon 7 Jahre Juventus-Erfahrung hinter sich hat. Leonardo Bonucci, der Rückkehrer vom AC Mailand. Bonucci ist ein Weltklasse-Innenverteidiger. Ist einfach nichts Neues. Kann ich euch nicht viel erzählen. Ist halt so. Erste Alternative ist derzeit noch Rugani, doch ich glaube immer noch daran, dass der junge Innenverteidiger irgendwohin verkauft wird. Denn Juventus will natürlich immer noch ganz gerne etwas Geld umsetzen, auch fürs Financial Fairplay. Und wenn man ja irgendwie den ältesten Rat zusammenhalten muss und Gigi Buffon weg ist, ist dann die erste Alternative Andrea Bazai. Ja, der Bazai, der mit Wolfsburg deutscher Meister geworden ist und 2006 Weltmeister geworden ist. Ja, ja, der Bazai, der 46 ist. Und in der Juve-Innenverteidigung kommt zusammen, was zusammen gehört, denn der Partner neben Bonucci ist natürlich Giorgio Chiellini. Gibt's keine Diskussion, Chiellini ist einer der härtesten Zweikämpfer der Welt, ein Top-Klasse-Innenverteidiger und nach Gigis Abgang der rechtmäßige Thronfolger und Kapitän der alten Dame. Die beiden Jungs sind natürlich gesetzt. Erste Alternative, ein Ex-Bayer, Mehdi Benatia. Und dann sind wir auch schon auf der linken Seite angekommen und da spielt ein Mann, den man einfach auch zur Weltklasse seine Position zählen muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der dürfte gut erholt sein, denn er hat es nicht in Brasiliens WM-Kader geschafft. Alex Sandro. Übrigens, einer der Gründe, warum er nicht im Kader war, ist natürlich, weil da Marcelo gesetzt ist. Und der war ja im Gespräch bei Juventus Turin. Zumindest gab es also in letzter Zeit ein paar Gerüchte. Ist ja klar, Marcelo und Ronaldo sind einfach mit die besten Buddies, die es so gibt auf dem Fußballfeld. Und natürlich würde jeder gerne Marcelo unter Vertrag nehmen, doch muss man sich auch erstmal leisten können. Ich glaube, da ist gar nichts dran. Und deshalb ist der schnelle, dribbelstarke, ausdauerstarke Alex Sandro die Nummer 1. Erster Ersatz, der Neuzugang Spiazzola. Und dann sind wir auch schon im Mittelfeld angekommen, wo sich 3 Spieler die Aufgaben im Zentrum teilen müssen. Und in der Offensive bekommen die natürlich Unterstützung von den beiden Außenverteidigern. In der Defensive ist das genau ihr Job, mithelfen. Und der erste, der gesetzt ist, ist der Neuzugang aus Liverpool, ablösefrei, deutscher Nationalspieler Emre Can. Der kann natürlich in einer solchen Mittelfeld-Dreierreihe eigentlich jeden Job übernehmen, denn der Junge ist einfach richtig, richtig gut. Doch mit seiner körperlichen Stärke denke ich, dass er in den ganz großen Champions-League-Schlachten eher die Rolle eines Arbeitstiers übernehmen wird. Bälle gewinnen, Räume schließen und dafür sorgen, dass seine Mitspieler ihren Job machen können. Allen voran natürlich das kreative Herz, wobei es dann der Kopf ist. Scheiße. Mira Lempiani, wie hast du den Namen? Allen voran natürlich das kreative Herz, wobei es dann der Kopf ist, Miralem Pjanic. Pjanic ist der Spielgestalter von Juventus Turin. Gute Übersicht, überragende Passfähigkeiten, Offensivdrang, orientiert sich gut nach hinten und hat generell das ganze Feld immer im Sicht. Pjanic ist für mich absolute Weltklasse und ich habe manchmal das Gefühl, ja, der Junge wird irgendwie noch unterbewertet in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde den Jungen richtig, richtig gut. Erster Satz für ihn wäre Claudio Marchisio, der wahrscheinlich edelste Mann im Weltfußball. Und wenn ihr nicht wisst warum, dann checkt einfach mal sein Instagram aus. Und der dritte Mann in der Zentrale ist ein frisch gebackener Weltmeister, Blaise Matuidi.
Der inzwischen 32-Jährige wird wahrscheinlich in den großen Schlachten eine etwas offensivere Rolle spielen als Emre Can. Aber die beiden sind vom Skillset her doch sehr, sehr ähnlich und können entweder die Box-to-Box-Rolle übernehmen oder eben an der taktischen Leine das Arbeitstier geben. Eine weitere Option für diese Position wäre übrigens Sami Khedira. Und wenn man sich überlegt, dass Sami Khedira letzte Saison in der Serie A wie ein überragender Box-to-Box-Player aussah, dann kann man sich auf einen fitten Emre Can bei Juventus richtig freuen. Und damit sind wir auch schon in der Offensive angelangt und diese Dreierkette da vorne ist Überraschung! Weltklasse. Diese drei Jungs hier in der Offensive werden auf dem Feld relativ viel rotieren, also gebt mal nicht so viel auf die Positionierung, die ich jetzt auswähle, denn wie gesagt, da wird sehr, sehr flüssig und viel rotiert werden. Weiß nicht, warum ich das Wort flüssig da jetzt reingebracht habe. Auf der rechten Seite einer der 10 wertvollsten Spieler der Welt, ein absolut kompletter Offensivspieler, der mit 24 schon fast 100 Profitore erzielt hat. Paolo Dybala. Und das Gute an Paolo Dybala ist ja, bekanntlich versteht er sich nicht sonderlich gut mit Leo Messi. Da kann es doch nur die perfekte Lösung von Juventus sein, dass sie eben jetzt CR7 reingeholt haben. Auf der linken Seite ein ehemaliger Bundesligaspieler, Douglas Costa von den Bayern. Der war letztes Jahr extrem wichtig für Juventus Turin beim Sieg des Scudetto. Des 7. in Folge. Oder so ähnlich. 13 Vorlagen, die meisten im ganzen Team und ich weiß, der ist eigentlich auf der rechten Seite zu Hause, aber ich habe ja gesagt, die werden relativ viel rotieren, also ganz ruhig. Douglas Costa ist allerdings gesetzt. Auch wenn man diesen Sommer 40 Millionen Euro für ihn bezahlt hat. Und dann ist auch nur noch eine Position zu besetzen, und zwar die vorne drin im Zentrum. Und ihr wisst alle, wer da spielt. Einer der beiden besten Fußballer, ja, wahrscheinlich aller Zeiten. Marco Marin. Nein, Marco Marin ist nicht dabei, denn der hat keine Freigabe von Olympiakos bekommen. Frechheit. Stattdessen haben sie diesen dahergelaufenen Portugiesen genommen. Cristiano Ronaldo. Ja, was soll ich euch über Cristiano Ronaldo erzählen, was ihr nicht eh schon wisst? CR7 ist das Herzstück der Offensive von Juventus Turin. Und diese Kette mit Douglas Costa, Paulo Dybala und Cristiano Ronaldo, die sieht nach richtig, richtig viel Spaß aus. In der Liga werden die eh schon mal alles zerschießen. Und ich habe so ein Gefühl, es könnte tatsächlich passieren. Gigi Buffon ist von Bord und jetzt gewinnen die Champions League. Will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es könnte passieren. Und das war's dann auch schon mit der Startaufstellung für Juventus Turin in der Saison 2018-2019. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt in die Kommentare, wo ich richtig liege, wo ich falsch liege, wie gut Cristiano Ronaldo ist und wie sehr ich den Verstand verloren habe, weil ich gerade eben diesen Witz gemacht habe. Bis dahin, macht's gut. Diese drei Jungs hier in der Offensive werden natürlich auf dem Feld relativ viel ruchieren. Oh Gott. Egal, was ich dir jetzt sage, du wirst ans Ende schneiden und entweder stehe ich da wie ein Schleim oder wie ein Idiot. Nein, ich mag Juve. Wobei sie natürlich das Bayern-Phänomen haben, dass sie die Liga langweilig machen. Naja.